stabil, was ist solide? Was ist Bier und was Menschenliebe? Was hat Wert und warum sind wir hier? Und wenn's vorbei ist, was wird dann aus mir? Ja, ihr Lieben, wir haben wieder Januar und wir haben immer noch Corona und wir stehen wieder kurz vor, alle Häuser machen zu, es gibt keine Konzerte, aber wie es schon ein Jahr vorher war, machen wir trotzdem und es gibt Leute, die trotzdem Bock haben, Rock'n'Roll zu machen und Dinge nach vorne zu bringen. Und jetzt haben wir hier fast eine Woche Workshop. Ich habe ja hier eine Verbindung in dem Sinne, dass ich 1977, als ich anfing, mit der Band Hölderlin anfing. Und die Band Hölderlin, die waren aus Wuppertal und ich habe dann auch die ersten 3 Jahre hier gewohnt und dementsprechend habe ich natürlich einen Bezug dazu. Das Schöne an der Sache ist, dass der Hans Mahn, der Bassist von der Band Kowalski, damals der Bassist von Hölderlin war und ich über diese, wie auch immer, 45 Jahre, wir immer irgendwo ein Verhältnis hatten, was relativ selten ist, dass man über so lange Zeit mit Musikern dass man die noch trifft. Live. Was ist live? Du bist ja eigentlich bekannt auch als Schauspieler, aber dieses Live-Ding, wie jetzt auf einer Bühne zu stehen und zu performen, wie ist für dich da dieser Anspruch? Also ganz anderer Anspruch als Schauspieler zu arbeiten. Ich meine, Schauspielkarriere bezieht sich ja mehr auf so Mainstream-Sachen. Ich habe ja mehr so Serien gespielt und so Blockbuster, so Fun-Blockbuster wie Manta Manta und so. Was noch zu den besseren Filmen gehört, aber ansonsten ist das ja alles, man streckt sich irgendwie so nach dem, was da verlangt wird. Musik machen ist natürlich ein ganz anderer Anspruch, den stelle ich mir dann selber, beziehungsweise im Rahmen meiner Band. Und wenn ich merke, dass das klingt hier auf einmal richtig gut, dann ist das natürlich das Schönste, was einem als Musiker passieren kann. Ja? Und wenn man natürlich dann eben halt so mit so geilen Typen wie mit dir und vor allem auch mit Friedemann, der uns so viel Wärme und so viel Herzenswärme entgegenbringt, der von sich aus irgendwie zum Proben kommt und Ideen mitbringt und so. Das ist einfach total toll zu wissen, da sind ein paar Leute hier noch in Deutschland, die stehen auf uns und wenn wir mal wieder anrufen, dann ist das wieder wie früher, als wären wir vor 20 Jahren wieder zusammen gewesen. Und das ist natürlich ein ganz anderer Anspruch und macht mich, wird ja oft gefragt, was ich besser finde, Schauspielerei oder Musik machen. Musik machen in diesem Rahmen ist natürlich das Größte, was ich mir vorstellen kann.
nicht. Zu weit, zu weit, wie sich alles andere um uns dreht. Duell, ich verliebte Wasserlohn. Dadurch gibt es natürlich doch eine ganz andere Soundgeschichte. Ja, oder? Ja, also ja. Ich bin ganz bewusst bei dem System am Ende auf analog geblieben, weil ich habe zwar ein Digitalgerät für Delays und so, diese Stereo-Zumischeffekte, aber alle direkten Signale sind analog und gehen auch nicht durch diese Digitalmaschine. Da kommen nur Sounds raus, die dazu geschehen. Also das ist der Trip, den ich hier fahre. Eine Motivation, da immer noch dabei zu bleiben. Das ist einfach das, was mir in meinem Leben am meisten Spaß gemacht hat und was ich nie aufgeben wollte, ist diese Band. Und wir hatten natürlich auch Zeiten, in denen wir gar nicht aktiv waren. Und dann haben wir uns vor 10 Jahren ungefähr wieder zusammengefunden, auch mit jetzt schon wieder einem anderen Drummer, durch alle Höhen und Tiefen im Grunde, durch Lebensumstände, Krankheit, beruflichen Stress. Auf jeden Fall hat es uns immer, wir haben uns angezogen und Kowalski als musikalisch oder künstlerisches Projekt stand für sich und das steht bis heute für sich. Und leise, leise, rieselt der Schnee. Wir sind steinharte Knaben. Wir sind steinharte Knaben, steinharte Knaben. Wow. Ich finde die Band, auch jetzt gerade mit dem neuen Drummer, finde ich jetzt an so einem Punkt, wo wirklich das meiste wirklich nur noch selbst gespielt ist, wo er einen Drummer hat, der richtig reinhauen kann. Das gibt der Band nochmal so einen richtigen Druck. Dazu kommt, dass Felix natürlich ein paar Jahre jünger ist, in den Altersdurchschnitt, die er mal erheblich um 10 Jahre nochmal senkt. Das finde ich auch interessant. Ja. Also das Schöne war, wir haben die ganze Zeit, wenn es denn ging, eigentlich auch geprobt, ne? 1 bis 2 Mal die Woche
haben die ganzen Songs wirklich Stück für Stück gearbeitet, viele neue Arrangements auch dazu gebracht, viele alte Sachen nochmal wirklich im Detail reingehört, uns überlegt, AB gespielt und getestet, alles aufgenommen, alles Multitrack, also wir haben, sagen wir mal, zig Stunden Multitrack-Aufnahmen aus dem Proberaum und dementsprechend waren wir eigentlich konstant, außer in den Hardcore-Corona-Zeiten eigentlich bei der Arbeit und haben uns so immer weiterentwickelt, um dieses Live-Set wirklich einmal komplett so, ja, zu erstellen. Was und leise, leise rieselt der Schnee. Wir sind steinharte Knaben, steinharte Knaben. Oh, wir sind steinharte Knaben. Live-Maschine, dann wird es auch noch so ein bisschen macht noch mal so ein bisschen Licht, wird synchronisiert von der Gitarre dann nachher, dass sich das so anhört, wie als wenn so richtig so eine Säge durch Stahl schneidet. Und das sind geile Momente, die geben dem Ganzen noch so eine Würze. Wenn man es mal ganz brutal hier angehen will, dann hat man hier... Für dich immer wieder die Energie aufzubringen, anders zu sein und trotzdem nicht auf diesen Zug aufzuspringen. Ja, ich meine, man muss natürlich jetzt bedenken, dass die Zeit für uns ja auch schwer war. Also nachdem die Band auseinandergegangen ist vor vielen Jahren, habe ich an diesem Traum immer gehangen. Und ich habe dann damals diese Kowalski-Protokolle, die Platte gemacht und mit einem Videokünstler zusammen für jeden Song, den wir aufgenommen haben, den wir produziert haben, Videos gemacht und so. Immer in dem Glauben, irgendwann schaffen wir es vielleicht doch noch, diesen Traum zu verwirklichen, mit dieser geilen Kapelle nochmal richtig aufzukreuzen und in so einem angemessenen Rahmen, so wie ich ihn mir vorstelle, so mit so einem Licht und mit dem richtigen Sound nochmal richtig vor Publikum zu drehen. Den Traum habe ich immer gehegt. Rieselt der Schnee. Völlig leise, rieselt der Schnee. Völlig leise, rieselt der Schnee. So leise, rieselt der Schnee.